Ich glaube, da klebt Scheiße an dem Schild. Ohne Plan und Zuversicht. Bam, Leute, und herzlich willkommen zurück zur Kackroute, wo uns wilde Katzen anspringen und sterben. Und wir sie nicht fangen können. Deshalb. Ja, wird eine geile Folge, merke ich jetzt schon. Wir sind hier auf der Route 7. Und hier haben wir noch ein paar Trainer offen, im Pokémon leider nicht mehr. Und danach geht's ja auf die Route 8. Ne? Nach der 7 kommt die 8, glaube ich, war das so, oder? Und ich rieche, das wird, glaube ich, eine Montage, oder? Weil ich glaube, huch, das wollte ich nicht. War das nicht? Ja, hier, das war irgendwie so, das war so ein komplexes Gebiet hier, ne? War das nicht das Gebiet, wo es dieses komische Legion-Pokémon gab, ne? Keine Ahnung, wie das mehr hieß. Legios? Hieß das so? I don't know. Ja, ich glaube, wir tippen einfach mal rein. Und wir haben vorne momentan Blocky Molly. Würde ich erstmal so belassen. Eventuell gibt es vielleicht sogar einen Hoffnungsschimmer, dass wir Molly entwickeln können. Ich will aber noch nicht zu viel versprechen, aber ein Hoffnungsschimmer ist da, tatsächlich. Wir werden sehen. Naja, also, auf geht's in die Soße hier. Moment, hier war noch ein Item. Das habe ich vor der Aufnahme gesehen. Ein Äther. Na dann, verkloppen wir mal. Noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Noch ein Stück, noch ein Stück. Das ist doch scheiße. Oh nein, das will mein Arsch. So. Aber das Ding, ich glaube, ich würde Vini jetzt auswechseln. Lucario schläft. Können wir überhaupt auswechseln? Sollte kein Problem sein, oder? Wobei Lucario könnte Knochenharz haben. Aber Lucario schläft halt. Oder ich heil Vini einfach. Das kann ich ja auch machen. Komm, ich glaube, ich heil Vini einfach. Und zwar mit Vini selber. Ja, weil Vini macht weniger Schaden als Tanama. Ja, dann heilen wir Vini. Mit einem Supertrank, ja. Darf ich jetzt in der nächsten Runde kein Heil-Item mehr einsetzen? Und hier gehen wir mit einem
Präzisionsschuss oder sollen wir wechseln? Ne, wechseln bringt gar nichts, ne? Nee. Wir bringen uns gar nichts. Dann Präzisionsschuss auf Mauzinger. Und hoffen, dass Lucario lange schläft. Mobi. Das ist ungeil. Zum Glück schläft Lucario, weil Tanama ist langsam auch in der Range, in der ich nicht gerne bin. Aber mit Tanama könnten wir halt switchen mit einer Kehrtwende. Aber Kehrtwende macht halt keinen Damage. Boah, jetzt wird's lang. Wir könnten auch nochmal Schlafbruder probieren. Mit Winnie machen wir halt eh keine Schaden. Ah. Mit Tinker hätten wir halt die Dampfwalze. Aber es kostet halt. Und wenn Lucario aufwacht und die beide uns... Das war Mogelhieb, der hat schon echt viel Schaden gemacht. Wir müssen das Mauzinger rausnehmen irgendwie. Wobei, wenn wir auf... Wenn wir auf Feppy wechseln mit Tanama... Die können nichts gegen Feppy ausrichten, oder? Feppy tankt das total durch. Und Winnie, haben wir gerade gesehen, tankt auch ordentlich was. Also wir können hier einfach eine safe Murmel spielen. Erstmal mit Schlafpuder Mauzinger einschläfern lassen. Und dann können wir immer noch auf Tinker wechseln. Mit Tanama spielen wir eine sichere Murmel und wechseln erstmal aus mit Kehrtwende. Ich glaube ja. Das ist mir ein bisschen. Das ist mir zu viel Damage, den Tanama hier frisst. Kehrtwende auf. Auf Lucario. Wenn ein Schlafpuder trifft, wacht Lucario als erstes wieder auf. Wahrscheinlich. Damagen wir Lucario schon mal an. Dann kann Feppy jetzt erstmal schön durchtanken und sich aufsetzen. Schlafbruder geht daneben. Ist okay. Weil jetzt haben wir das Tank-Line-Up vorne. Kratzurie, okay, zweimal. Und Samsturm legt sich das auch. Oh, so belohnt. Endlich ist der Rotz weg. Dann machen wir nochmal Schlafbruder. Also, ne? Was Besseres können wir mit Winnie eh nicht machen. Klauenwetzer. Wir killen die mit dem Beulenhelm. Steigungshieb. Lucario muss gehen, ja. Aber Beulenhelm macht Work. Das ist sehr gut. Steigungshieb dürfen wir nicht eskalieren lassen. Das heißt, Lucario ist definitiv Priorität Nummer 1 jetzt. Deswegen werden wir Lucario direkt auch wieder einschläfern. Es ist diesmal eine andere Strat, ne? Wobei, jetzt setzen wir uns doch auf, aber... Eigentlich nicht für Überheblichkeit, sondern wir knallen jetzt einfach einen Stahlflügel drauf, oder? Ja. Oder Bohrschnabel? Ja, klar, ist ja Kampf, ne? Bohrschnabel ist auch stärker. Trifft er sogar neutral jetzt. Ja, klar. Okay, Lucario ist down. Absolut keine Gefahr mehr. Geil. Hammerarm. Na, endlich. Das ist sogar ganz gut für Molly. Weil dann wird er langsamer für den Gegenstoß. Das ist geil. Ja, da fällt er nicht sehr gerne. Fußkick und Hammerarm. Er heißt 90. Aber 100er Kampfattack ist halt. Ist halt schon übelst belohnt. Ja, weg damit. Endlich benutzt du deine Arme, Molly. Mauzinger schläft bereits. Ach sowas. Ja dann. Mach halt einen Gigasauer drauf. Und hier auch nochmal einen Bohrschnabel.
Hat Mautzinger kriegen wir jetzt auch noch tot. Dauert ein bisschen. Das ist auch geil, ne? Wir bohren mit einem Schnabel auf es ein, saugen es aus und es schläft einfach. Ja, ich meine, warum auch aufwachen? Ich glaube, ich würde auch einfach weiterpinnen. Das lohnt sich gar nicht. Der Kampf ist für den Arsch für dich. Schlaf einfach weiter. Christina! Besiegt. Ja, schön ein Selfie machen. Boah, da hatte ich ein bisschen Angst und ein bisschen Respekt auch vor dem Kampf. Ne? Das waren schon Kaliber. Die können was. Fellbeschichtung. Boah, krass. Ja. Dann wären wir jetzt durch, ne? Hier konnte ich vorher nicht durch. Weil so ein fettes Castellit einen Weg versperrt hat. Ist es immer noch da? Ja. Genau, dann müssen wir das erste Pokémon fangen. Ich will aber erstmal in die City gehen. Bin ich hier schon in der City oder gibt's hier noch. Da ist noch so ein Ponöpel da auf der Rude. Gibt's da noch eine Route? Ah ja, die geht noch weiter. Wait, das ist beides Route 8, warte mal. Oh. Shit, das ist ja dumm. Das ist eine Doppelroute. Das heißt, boah, ja gut, wir haben immer eine große Auswahl, aber wir können nur ein Pokémon fangen. Nein, 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 nein. Okay, das ist nicht so schnell wie die scheiß Katze. Alles cool. Ja, aber I guess, dann geht wohl die Montage wieder weiter. Nachdem wir geheilt haben. Achso, ja, gut. Das war's mit der Montage. So, nächste Stadt. Schön. Lass mal heilen. So, dann müssen wir uns jetzt Gedanken machen, was wir für ein Pokémon wollen. Also wir haben... Ich nenne es jetzt Legios, obwohl ich nicht weiß, ob es überhaupt Legios heißt. Aber ne, ihr wisst, welches ich meine. Wir haben den Golem. Wir haben Sedimantur. Wir haben... Castellit. Wir haben Sneebel. Boah. Ja, ich mache mir kurz Gedanken und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, Pion Pion. Okay, Leute. Ich glaube, ich nehme einfach doch Legios. Erst dachte ich, irgendwie kein Bock. Aber jetzt irgendwie habe ich Bock mit Legios Finalformation einzusetzen. Irgendwie, es hat so was Episches an sich, oder Legios? Ich stelle mir so vor, wie wir irgendwie gegen den Champ, ne, dastehen und Finalformation drücken. Es kann schon episch sein, ne? Komm, ich gönn mir Legios. Wie fangen wir Legios? Das ist ein Kampfmon. Da würde ich Winnie einsetzen, oder? Mit Schlafpuder. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Bitte, gutes Wesen. Okay. Wir werden es direkt einschläfern. Kein Bock, dass das... Die Ausdauer kannst du machen. Kein Bock, dass das jetzt von Anfang an schon Finalformation einsetzt. Wenn es das überhaupt schon kann. Wie viel Level ist es denn? 40. Ja, bestimmt kann das schon. Dann schwächen wir. Ich will nicht Mondgewalt drücken. Also es wird safe überleben, aber ich will es nicht drücken. Ich will Legios fangen. Ja, hätte es safe überlebt. Aber wie schwächen wir jetzt?
sollte eigentlich eines noch drin sein. Boah. Also, ja, es sollte eigentlich safe noch ein Gigasauger drin sein. Safe. Aber ich könnte auch einfach mal einen Ball probieren. So ein Hyperball. Habe ich da welche? Ja, ne, habe ich gekauft. Ich glaube, die Fangrate ist shit. Also für uns shit. Aber wir probieren es trotzdem. Ja, ne, hat geklappt. Ja, geil. Klasse, haben wir Legus gefangen. Nice. Natürlich gebe ich dir einen Spitznamen. Was bist du eigentlich? Du bist... Ach, du hast gar kein Geschlecht. Ja, weil du ja, ne? Bist eine Formation. Aus mehreren Geschlechtern. Dann würde ich... Ich glaube, ganz gerne... Das ist mir ein Anliegen, dass der Spitzname für ein cooles Mon steht. Und ich glaube, das Mon trifft es ganz gut. Wie Legios da so alleine, ne, in der Finalformation steht und allein gegen die Welt spielt, dann quasi, ne? Das ist schon so ein Randy, würde ich sagen, oder? Der macht Work, der ist motiviert bei der Sache und der zieht durch. Das ist ein Randy. Finde ich geil. Randy, geiles Pokémon. In die Box mit dir. Ja, willkommen im Team, Randy. Wusstet ihr eigentlich, also ein bisschen Lore-Drop, dass ich damals in dem absoluten Meisterwerk von Randy, dem Film, die Hauptrolle, also Randy höchstpersönlich gespielt habe? War eine Glanzleistung. Aber kennt man ja nicht anders von mir, ne? Könnt ihr auf dem Kanal vom Nesflo mal nachgucken. So, jetzt können wir endlich nämlich hier durch, nachdem wir uns Randy gesnackt haben. Machen wir aber nicht mit Winnie, sondern, ja, I guess mit Fappy. Fappy dürfte den auseinanderreißen. Könnt auch einfach flüchten, aber... Ich will den schon niedermähen. Wenn der mir so frech den Weg versperrt, dann kann er auch mal, ne, beiseite gehen hier. Was einstecken. Ah, zack. 40. Wir haben uns die Werte gar nicht angeguckt. Von Randy. Unbedingt nachholen gleich. So, aber erst gucken wir mal, was haben wir hier? Jetzt kriegen wir Durchbruch, ne? Jetzt, wo wir endlich die Kampfattacke gelernt haben. Ja, die Mons hier. Also auf Schnäppke hätte ich Bock gehabt. Auf ein. Aber nicht auf ein Firnontor, sondern auf ein. Ihr wisst, was ich meine. Aber das muss halt weiblich sein und das halt. Das ist zu viel Gamble. Ja, und das. Ist das Nom Nom? I don't know, man. Ja, das will ich nicht. Na dann, Randy. Zeig doch mal her. Nein! Wobei, man kann den ja auch Mixed spielen. Finalformation macht ja, glaube ich, auch Spezialangriff hoch, oder? Du hast Finalformation. Alle Statuswerte werden erhöht. Okay, ja. Dafür kann er weder auswechseln noch fliehen. Moment, das kann man doch cheesen, oder? Warte mal. Wir haben doch eine Wechselhülle. Kann er mit der Wechselhülle nicht trotzdem ausgewechselt werden? Das wäre ein bisschen cheaten, oder? Wenn wir Randy einfach die Wechselhülle geben? Why not? So, aber ja, du hast halt physische Moves, ne? Aber ich glaube, es ist okay. Ich meine, die Init zu erhöhen, das ist nicht ungeil. Und der hatte eine gute Verteidigung gehabt, tatsächlich. Gong.
Dieses Waggon, Alter. Oh, ich rieche Drip. Ich rieche, wie sich mein Geld verdünnisiert. Wenn die jetzt endlich mal was Richtiges haben, was Vernünftiges. So Punk-Shirts. Ja, nee, das Shirt gefällt mir halt. Ich will... Das passt eigentlich gut zu meinem Shirt, aber... Alter, 88.000! Hard Rock, Junge. So, endlich ein paar Sneakers. Leute, ich meine, guckt euch meine Zinken an. Was ist das? Was ist das? Also, die sehen ja aus wie aus Knete oder so. Komm, gib mir was Richtiges. Ein paar Flitzer. Eigentlich wäre ich ja für grün, aber grün passt halt überhaupt nicht. Zu unserem Drip gerade. Ich bin auch tatsächlich... Ich bin wirklich so ein alter Opa, der beige ganz schön findet. Also das ist wirklich... Also Rentner bin ich ja. Also wer beige mag, ist halt Rentner. Aber ich mag beige halt irgendwie. Beige ist geil. Ist so eine schöne Farbe. Eine schöne Kackfarbe. Schön, nur so ein... Ja, nicht so... Nicht so fette Kacke, sondern nur so dünne Kacke. Ne? Nur so ein Streifen drüber. Was laber ich da? Der Opa-Drip. So, was hast du noch? Junge, was? Fliegermütze? Alter. Das sieht so dumm aus. Mit den Augen, die da so halb drüber gucken. Also jetzt mal ernsthaft, der Charakter sieht ja gar nichts mehr, wenn er die Brille aufsetzt. Der guckt ja gegen das Gestell. Oh, ist ja schön. Das ist Unruhestifter. Ich dachte, das wäre ein Blümchen oder so. So, dann haben wir immerhin ein paar Sneakers. Das ist doch etwas. Jetzt brauchen wir noch eine richtige Mütze und eine Hose. Also, dass niemand hier Hosen anbietet. Heftig. Hör auf zu rödeln da hinten. Kann ich da rein? Kann ich hier reinpissen? Ein Eisspeer. Dies ist die historische Herointherme. Die Held soll einst in ihr gebadet haben, um seine Wunden zu heilen. Oh. Dose Limo. Na, schön bei der Herointherme. Eine Dose Limo aufknacken. Klar. Man gönnt sich ja halt sonst nichts. Hier schön bei Luigis rein? Nee, lass mal. Sind wir hier ja schon bei der Arena? Ja, oder wir könnten schon mal auf die nächste Route und uns ein Pokémon catchen. Was haben wir denn? Die Eisarena, die ist auf Level 42. Ja, da wären wir halt, ne? Ja, da wären wir. Das heißt, wir müssten eigentlich die Eisarena machen. Gut, machen wir die Eisarena. Mit wem machen wir die Eisarena? Von der Eisarena habe ich übrigens... gar keine Erinnerung mehr. Nicht mal was für ein Dynamax. Nicht mal eine Ahnung, was es sein könnte. Ist es der Falter, der Eisfalter? Also die Schneemotte? Ja, mit wem machen wir Eis? Wir haben ja gar nichts gegen Eis. Wir haben Molly mit einem Steinhagel. Und, also ja klar, halt mit dem Hammerarm. Logisch, aber... Gut, gegen die Motte? Ja, Molly wäre tatsächlich ganz gut, ne? Aber der Rest... Nicht so wirklich, ne? Feppy mit einem Stahlflügel. Aber Eis trifft halt neutral auch. Und ist meist speziell. Will ich unseren Panzer eigentlich nicht unbedingt reinwerfen in das Szenario. Weil mein Tannenmann halt auch nichts kann. Molly. Ja. Ist auch nicht so geil in Eis-Pokémon rein, muss ich gestehen. Dem wird schon zugesetzt. Und Blocky ist halt leider das Problem noch, der hat halt immer noch keine Attacken. Also wir greifen Blocky halt immer noch mit fucking Sternschauer an. Das ist traurig. Der muss mal was lernen. Oder es wird Zeit für ein neues Team. Mal wieder.
Guck mal in unsere Box rein. Muss ich ja nicht mal ins Pokémon Center dafür. So, gegen Eis. Wir haben halt auch nicht mal ein Feuer-Pokémon oder so, ne? Das ist crazy. Ja, Randy. Ist halt ähnlich wie Molly. Ebola. Ansonsten haben wir nichts gegen Eis, ne? Wir haben wirklich nur die drei. Molly, Randy und Fappy. Eventuell Ebola mit einem Flammenwurf. Aber wir haben halt nicht mal Flammenwurf. Können wir vielleicht irgendwo kaufen. Ah, warte, ich will noch in... Ich guck nochmal kurz im Pokémon Center vorbei, ob die da was Geiles verkaufen. Habe ich noch gar nicht geguckt. Die verkaufen ja ATMs scheinbar. Nee, der nicht. Arschloch. Okay. Also, ich habe ehrlich gesagt keine Strategie. Ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich sehe es irgendwie nicht so richtig, eine geile Strategie dagegen zu haben. Außer halt mit Fappy wieder Clownwetzer aufzusetzen. Stimmt eigentlich, das wär eigentlich schon das Safeste, oder? Ich wäre jetzt sonst einfach halt mit Molly reingerannt. Aber das Ding ist halt, Molly ist nicht schnell. Ich habe jetzt extra auch doch noch den Hammerarm wieder verlernt für Durchbruch, weil ich eigentlich nicht langsamer werden will. Also zumindest in der Arena. Gegen normale Trainer schon, aber nicht in der Eis-Arena. Da würde ich meine Init gerne behalten, tatsächlich. Aber das Ding ist, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob Molly da durchziehen kann. Vor allem beim Dynamax dann. Also ich weiß halt nicht, also Molly wird, wahrscheinlich wird Molly nicht schneller sein. Und wenn Molly auch ein bisschen Schaden frisst von den Vorkämpfen, dann wäre das schwierig mit Molly. Und bei Fappy, ja. Tanama kann halt... Wobei... Ist einmal gar nicht so schlecht, weil Tanama resistet ja auch Eis. Fällt mir jetzt erst auf. Ich habe Tanama übrigens noch, habe ich gesehen, der kann Eissperr lernen. Also brauchen wir zwar nicht, aber ich habe es mal beigebracht, einfach so. Aber stimmt eigentlich... Ja, Tanama hat zumindest eine Resistenz gegen Eis. Und wenn jetzt die Motte kommen sollte am Schluss, da können wir nicht viel machen, außer halt einfach normal draufzimmern. Gegen Käfer wären wir nicht resistent. Außer halt mit Fappy, aber mit Fappy sind wir halt mit Eis recht anfällig. Also halt normal anfällig. Wie sieht es uns mit unserer... Bei Spezialdefensiv ist auch stark. Ja, okay, ich glaube, das Safeste ist einfach wieder der Panzer, oder? Ich glaube schon. Dann renne ich doch nicht mit Molly rein, sondern ich renne mit Fappy und Tanama rein. I think, ja. Und hoffen wir, dass wir das, also keine Strategie oder sonst was, wir gehen einfach wieder mit dem Panzer durch und hoffen, dass der das hinkriegt. Oh. Oh Mann, ich habe gerade eine riesen Pleite eingefahren. Also mal was Neues. Meine Strategie gegen Eispokémon war wohl doch nicht ganz das wahre. Ja, same, Bro. Same. Dabei hatte ich mir sie doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Ligakarte. Naja, mir fällt ein guter Blick drauf. Steht da irgendwas Geiles drauf oder so? Da steht doch nichts drauf, oder? Ich muss mittlerweile überlegen, was ich an meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mit mehr Selbstvertrauen an die Sache rangehe. Ja, das sollte ich eigentlich auch. Aber das Ding ist, jetzt ist halt wirklich keine Strategie dahinter, sondern wir gehen einfach mit dem Panzer da rein und hoffen, dass er carried. Wahrscheinlich wird es auch, aber ich bin mir echt nicht sicher. Balduin, sag mir, was ich tun soll. Hey, ich bin's, Balduin. Für jemanden wie dich, dessen Schicksal unter allen Wunschstellen steht, habe ich genau den richtigen Ball. Hier, bitte sehr.
Mondball. So romantisch, Balwin. Ich liebe dich. Ich hätte gerne einen Nidoking. Das ist so traurig. Oder? Das gibt's hier gar nicht, ne? Nee, ne? I don't think so. Ja. Dann wollen wir mal, oder? Ja, Augen zu und durch.